Hallo Leute, heute mal ein bisschen anderes Video und zwar möchte ich darüber erzählen, wie ich zum Veganismus gekommen bin und wie das alles entstanden ist. Folgendermaßen, also ich war in Dänemark, das war vor 8 Monaten circa und da war das Fleisch extrem teuer. Wie ich nach Dänemark gefahren bin, war es auch noch so, dass in Dänemark das Fleisch Also, dass ich Fleisch gegessen habe, auch Milchprodukte, auch Eier, alles. Also, ich habe alles gegessen. Und ja, dann war ich in Dänemark. In Dänemark war das alles extrem teuer. Und ich habe mir gedacht, dass weil das echt so viel Geld aufgefressen hat, ich habe viel Fleisch gegessen, habe ich mir gedacht, dann bleibt mal nichts anderes über, muss ich darauf verzichten, muss ich das alles irgendwie anders machen. Somit bin ich dann in die Bubble reingekommen mit dem Vegetarisch. Und das Vegetarisch war ja, also habe ich dann in Dänemark gemacht. Habe nebenbei noch gesagt, also, nee, das war danach dann. So, und dann bin ich zurück, also dann bin ich nach Deutschland. In Deutschland habe ich mich ein bisschen weiter damit beschäftigt und man kommt dann ein bisschen hinein in diese Base mit dem Vegetarischen und Vegan ist einfach so ein, ja. Dann war es aber so, dass ich eben in Deutschland mir gedacht habe, okay, dann bleibe ich jetzt weiter ein bisschen vegetarisch und war weiter in Deutschland vegetarisch, habe in Deutschland das weiter vegetarisch gelebt und finde ich gut gelebt, hat mir gut getan, war auf jeden Fall nicht verkehrt. Und dann war ich in Österreich, kurze Zeit. Vielleicht eine Woche lang oder so. Und da habe ich mir gedacht, in Österreich so, ich schau mal, man kommt dann ein bisschen auf diese militante Veganerin zum Beispiel. Und sie hat einen Link geteilt, den Link werde ich auch in der Infobox runterschreiben, von einem Video, was man eigentlich den Tieren damit alles antut, wenn man sie konsumiert, wenn man ihre Produkte, also egal ob Milch, Eier, was auch immer, wenn man das alles isst, was das dann einfach für die Tiere bedeutet, was mir für ein Leid zufügt. Vieles denkt man gar nicht einfach so, weil das einfach, man sich denkt, das ist normal, aber es ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass ich hergehe und einem Tier so viel Leid zufüge und einem Lebewesen so viel Leid zufüge, einfach für meinen Genuss, dass ich jetzt mir denken kann, okay, ich esse jetzt ein Stück Fleisch oder ich esse jetzt ein Ei oder eben Milchprodukte. Milchprodukte sehr traurig sind, weil ja leider Gottes den Kühen dafür ihre Kälber weggenommen werden. Jedenfalls habe ich diesen Film gesehen und er hat mich sehr, sehr wachgerüttelt. Und ich habe dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt ganz auf vegan. Und habe dann auch im gleichen Zug beschlossen, okay, wenn ich schon gesund gesünder leben möchte, dann sage ich auch gleich, okay, ich verzichte auch auf Zucker, weil Zucker auch so ein krasser Punkt ist, der den Menschen ganz schön beherrschen kann. Und ich habe wirklich viel Zucker getrunken, ich habe Energy Drinks getrunken, ich habe sehr viel Eistee getrunken am Tag über. Und jetzt, wie ihr seht, ja, zum Beispiel auch immer nur Wasser. Also vollkommen zuckerfrei. Ja, so. Ja, und so bin ich dazu gekommen, zu dem Veganismus. Und dann habe ich mich halt immer mehr damit befasst, mehr damit beschäftigt, habe gesehen, was für ein Leid, dass man damit eigentlich den Tieren antut und die armen Tiere sich nicht wehren können und einfach in einer kleinen. Und die Leute machen einfach die Augen zu. Ich war auch einer davon. Ich war auch einer davon. Ich habe einfach die Augen zugemacht, habe den Bezug dafür, dass das eigentlich ein Tier ist, was ich da esse, eigentlich absolut verloren gehabt. Und ich finde einfach, dass das falsch ist. Und ich finde, dass die Tiere nicht dafür da sein sollten, dass wir sie töten und essen, sondern es sind Lebewesen und als Lebewesen sollten wir sie auch genauso behandeln. Ist auch immer so dieser krasse, ich sehe das oft bei den Leuten, dass sie so ihr Haustier so lieben und das Haustier kuscheln und gern haben und alles, aber das Nutztier, da machen sie die Augen zu und lassen das in den kleinsten Räumen mit allen möglichen Verletzungen und allen möglichen
Also, ja, und auch das, was einfach, finde ich, Fleisch ist, ne? Also Fleisch ist eben Tiere, und ich finde halt, das ist einfach. Ich finde nicht, dass ich als Mensch ich finde nicht, dass ich als Mensch sagen darf, dass dieses Tier darüber bestimmen darf, dass dieses Tier jetzt stirbt. Und das finde ich ist nicht meine, das darf ich nicht. Ich finde, dass ich als Mensch das nicht sagen darf. Und ich finde auch, dass ich als Mensch wie sage ich das am besten? Dass ich als Mensch auch nicht sagen darf, ja, dieser Kuh wird jetzt die Milch weggenommen, weil ich als Mensch jetzt diese Milch brauche, für was auch immer. Es gibt so viele Ersatzprodukte, so viele Ersatzmittel, wir brauchen das alles nicht mehr, Leute. Wir brauchen das alles nicht mehr, dass wir uns von den Tieren ernähren und so ein Leid den Tieren zufügen. Das ist auch mit den Eiern so. Die Eier zum Beispiel, im Normalfall legt ein Huhn einmal im Jahr Eier, und das zur Fortpflanzung, wenn es befruchtet ist von einem Hahn. Und nicht jeden Tag ein Ei. Die Menschen haben das darauf gezüchtet, dass es jeden Tag ein Ei legt. Und das ist eine Qual für das Huhn. Das ist nicht schön für ein Huhn, wenn es ein Ei legen muss. Und das ist nicht schön für ein Huhn, wenn es irgendwo eingesperrt ist in einer Legebatterie und dort einfach ein Ei legt. Ja, also wenn man so drüber nachdenkt, was die Sachen eigentlich sind, die ich da gegessen habe, das ist echt schlimm eigentlich. Da schäme ich mich eigentlich wirklich, wenn ich ehrlich bin, schäme ich mich dafür mich selber. Und für mich war das nie so bewusst mit dem Fleisch und dass das alles so. Ich habe da auch nie so wirklich drüber nachgedacht. Das ist halt der andere Aspekt. Ich war auch so, ich habe selber das mal versucht mit Masthühnern, weil ich wollte wissen, wie das ist. Das ist aber schon, das war 2013 oder so. Und weil ich wissen wollte einfach, wie das ist und so ein bisschen auf Bauer machen wollte. Aber ich konnte die eigenen Hühner nicht essen. Ja? Und dann aber die anderen Hühner eben schon, die ich gekauft habe. Und da hätte ich eigentlich schon mitdenken müssen, mitschalten müssen, hätte sagen müssen, so, yo, Flo, was unterscheidet das jetzt zwischen dem Huhn, das du selber gezüchtet hast, also selber auch dann, ich habe es auch geschlachtet so, und eben das Huhn im Laden. Und ich hätte einfach mitdenken müssen, so, ist gar kein Huhn, das ist das Beste. Ja? Und eben, weil ich das mit denen, die ich selber gezüchtet habe, damals eben so mitbekommen habe. Ne? Und ja, das hätte eigentlich hätte ich mir das so denken müssen. Und es ist einfach nur eine Qual, die den Tieren eben angetan wird damit. Ich meine, ich sehe ja, dass sich da viel in der Welt ändert und sich die ganzen veganen Lebensmittel immer ständig verbessern. Und zum Glück, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in einer Zeit leben, dass ich in einer Zeit leben darf, in der das einfach so. Es einfach ist, als Veganer zu leben, sagen wir so. Es gibt Fertigprodukte für Veganer, es gibt alle möglichen Ersatzprodukte für Veganer, es gibt so viele Rezepte als Veganer, also es gibt so viele Sachen einfach in diesem Bereich. Und ich finde einfach, dass ich sehr dankbar bin dafür, dass ich in dieser Zeitspanne leben darf, weil wenn ich darüber nachdenke, wie das vielleicht früher war, hast du als Veganer Salat gehabt und das war's. Und jetzt sehen wir so viel mit dem Tofu, mit Seitan, mit das alles rundherum einfach. Also, und ich muss sagen, am Anfang ist es mir schwer gefallen, auf Fleisch zu verzichten, das wirklich. Aber eben durch die Videos und so und ein bisschen logisch nachdenken, über das alles auch, dann war es einfach so, dass es mir dann einfach nur davor geekelt hat. Und jetzt bin ich in der Position, in der es mich einfach ekelt. Und ich glaube, das ist eine gute Position, weil eben das genau das ist, was es tun sollte, weil es mich einfach ekelt, ein Tier zu quälen, ein Tier zu misshandeln, eine Kuh zum Beispiel zu vergewaltigen dafür, dass sie wieder ein Kalb bekommt
Und dann wieder dieser Kreislauf mit der Milch eben weitergeht. Und ich denke, es war auch sehr gut, mit dem Zucker aufzuhören, weil der Zucker war schon, also das war schon sehr extrem und vor allem wegen dem Trinken, wie gesagt, eben. Und auch dann das mit dem Koffein vom Energy Drink. Ja, und jetzt lebe ich wirklich gesund momentan. Also ich möchte es auch weiter so beibehalten. Ich habe jetzt nicht geplant, dass ich jetzt aufhöre oder so damit. Momentan lebe ich wirklich gesund und ich fühle mich sehr wohl so. Ich habe früher die Angst gehabt, ich wäre schwächer vielleicht, wenn ich kein Fleisch esse oder ich wäre irgendwie, ja, schwächer einfach dadurch. Aber ist nicht so. Ich fühle mich super stark. Ich fühle mich super stark und ja, das ist viel wert. Also ja, und das alles ohne Tierqual, ohne Tier. Ja, einfach alles nur rein auf veganer Basis. Und das ist auch einfacher, glaube ich, wenn man vegan ist im Vanlife, weil du musst natürlich nicht zu so viel kühlen. Es gibt natürlich Sachen, ja, die musst du kühlen, aber wenn du Fleisch hast, dann musst du halt das immer kühlen, weil sonst wird es schlecht, dann geht's, dann wird es schlecht, dann wird es ranzig und dann, ja, ist auch das ein kleiner Aspekt, der natürlich im Vanlife mitspielt, weil ich natürlich nicht ständig alles, also, ja, also ständig kühlen kostet natürlich Strom, Energie. Genau. Und so spare ich mir das eigentlich auch, weil momentan haben wir auch gar keine Kühlbox im Sprint. Die haben wir momentan entfernt und leben tatsächlich ohne momentan. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal noch, das weiß ich nicht, wenn ich mir denke, so, hey, im Sommer wäre was Kühles zum Trinken nicht schlecht. Aber momentan haben wir keine Kühlbox. Und was wollte ich noch erzählen zu dem Thema Veganismus? Ja, es ist alles insgesamt momentan ist ein totaler Hype auf, dass viele sagen so, yeah, ich bin jetzt vegan. Ich bin vegan, ich bin vegan, ich bin vegan. Und eben wie gesagt, man sieht im Laden, dass es so viele Sachen gibt, dass die Leute so, also ich sehe das zum Beispiel beim Lidl, gestern beim Lidl, und habe ich gesehen, dass es diese, wie heißt es, diese Patties für Hamburger gibt. Also die habe ich schon öfters auch gegessen, schmeckt gut. Mit einem Hamburger dazu und ein bisschen Salat hinein und einer guten Soße. Und ja, und dadurch ist es, aber es ist vieles immer vergriffen. Also offensichtlich geht das mit dem Veganen momentan wirklich sehr gut, was mich sehr glücklich macht, weil ich mir denke, wenn das ausverkauft ist, heißt das, dass viele Leute das Vegane eben kaufen. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass viele Leute das auch unterstützen und vegan oder vielleicht vegetarisch oder wie auch immer leben wollen. Ja, und das ist für mich eben der Grund, warum ich vegan bin und warum ich es nicht verstehe, dass andere Leute nicht auf den Zug aufspringen und sagen, okay, wir sind jetzt in einer gewissen Zeit, in der man das einfach ändern kann und sagen kann, eben, es ist nicht schwer, auf Fleisch zu verzichten im Endeffekt. Es war am Anfang habe ich mir gedacht, so, weiß ich nicht, so, ich war wirklich ein starker Fleischesser. Ich habe wirklich, man könnte fast sagen, ich habe Fleisch zu Fleisch gegessen und Fleisch zu Fleisch. Also immer so irgendwie. Und ja, und jetzt aber, wie gesagt, ich habe immer Angst gehabt, nicht satt zu werden. Aber es hat sich alles eingependelt und ich bin satt vom Essen auch und ja, also es passt so. Man kann das so machen. Und es wird auch so viel Energie in das Ganze hineingesteckt. Ne? Also also für die Zucht von Schwein, Huhn, Rind und so weiter und so fort. Man könnte das alles für so viel Besseres nutzen, für Gemüse anpflanzen oder für Getreide anpflanzen. Und daraus dann etwas machen. Nicht das Getreide an die Tiere verfüttern und die Tiere sind dann einfach, ja, sondern einfach hergehen und sagen, okay, wir gehen her und verfüttern unser Ganzes, also das, was wir jetzt an die Tiere verfüttern, geben wir an uns Menschen selber und dann hätten wir so viel Platz und so viele Möglichkeiten, so viel, aber leider offensichtlich wollen das die Leute nicht. Das finde ich sehr traurig. Vom Ekel jetzt einmal ganz weggesehen. Vom Ekel, der jetzt beim Fleisch bei mir persönlich besteht, jetzt einmal
ganz abgesehen. Und ich denke, man könnte damit auch, was die CO2-Emissionen betrifft, das auch alles ganz schön gut einschränken. Weil wenn keine Tiere mehr wären, keine Farmen mehr wären, die die Tiere züchten würden, dann wäre das sicher mit dem CO2, das eben dafür aufgeht, einfach benutzt werden muss, wäre das garantiert auch nicht so krass. Vielleicht könnte man dadurch auch das Ganze ein bisschen entspannen und ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, so, das ist für mich, wie ich zum Veganismus gekommen bin und eigentlich, ja, eigentlich nicht wegen der Tierrechte, wie gesagt, und eigentlich nicht wegen dem Tierwohl. Wie gesagt, es war in Dänemark, ich habe mir gedacht, so, ich probiere das einmal, weil es eben sehr teuer war. Hat mich in die richtige Richtung gelotst. Und vielleicht lotst euch dieses Video auch in die richtige Richtung und denkt ihr so, hey, vielleicht probiere ich ja mal vegetarisch oder ich probiere mal vegan oder ich probiere mal. Und auch wenn ihr das einfach nur probiert mal, dann ist das ja schon einmal etwas wert und dann wisst ihr, wovon ich rede. Und oder zuckerfrei. Zuckerfrei könnt ihr auch probieren. Zuckerfrei ist auch echt super. Also, ich habe mir früher, also es war früher oft so, ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, bei mir selber, muss ich sagen, es war oft so, dass ich nach dem Essen, wenn ich jetzt Mittag gegessen habe zum Beispiel, und dann habe ich immer sehr, also war ich immer so müde, halt so träge. Ja, und jetzt, seit ich halt eben Wasser trinke, keinen Zucker zu mir nehme, vegan bin, bin ich gar nicht mehr so träge. Also ich bin immer so, dass ich danach, nach dem Essen tatsächlich noch Sachen machen kann und mich nicht so, weißt du, was ich meine, nicht so vollgefressen bin. Also auch das ist eine Sache, die mir auffällt und dann auch nicht so müde bin. Ich war dann immer so müde, so vielleicht auch wegen dem Tief vom Zucker und so, ich weiß nicht. Und dann das alles. Aber so, momentan bin ich echt super voller Power. Mir geht es wirklich gut und ja, genau. Also von dem her kann ich mich nicht beschweren. So, ich hoffe, ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen über mich und darüber, wie ich zum Veganismus gekommen bin. Vielleicht habt ihr ein bisschen was daraus gelernt. Könnt gerne in die Kommentarleiste schreiben, wie es euch gefallen hat, wie ihr dazu steht, wie ihr das Ganze seht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.